Was sind Trends? Trends sind, wie gesagt, das, was die Designer der Welt zusammentragen, was in diesem Jahr und auch beginnend mit letztem Jahr schon sich abgezeichnet hat, was immer wieder auftaucht, was vermehrt auftaucht, was Designer dieser Welt sehr gern nehmen. Also alles Anregungen für Sie, was Sie in Zukunft für Ihre Gestaltungen im Korridor anwenden können. Grundsätzlich ist die Frage, muss ich jedem Trend mitmachen? Nein, nicht unbedingt. Ganz wichtig ist aber, dass so ein Trend einem weiterhilft, neue Ideen zu kreieren, sich im Prinzip genau im Zeitgeist zu bewegen. Und mein Hinweis an der Stelle ist, wenn es um einen Flyer, einen Plakat, etwas, was ich kurzfristig präsentiere, auch im Internet verwende, dann ist es gut, einen Trend zu nehmen, ihn ganz bewusst einzusetzen, zu übertreiben oder eben genau damit zu brechen. Und wenn es darum geht, Gestaltungen für ein Unternehmen zu machen, also ein Logo, eine Geschäftsausstattung und so weiter, die soll ja lange Bestand haben und lange wirken. Da ist es eben besser, einen Trend nicht unbedingt auf einen Trend zu setzen, sondern einfach im Prinzip solides Design zu machen, das über Jahre hinweg seine Gültigkeit behält. Springen wir nun in die Top 10 der Trends in diesem Jahr. Einer der wichtigsten oder der wichtigste, finde ich, ist zurück zur Natur. Wir haben jetzt lange nicht mehr Natur erleben können, auch gerade durch den Winter und diese Einschränkungen, die wir alle erleben. Deswegen ist unser Durst nach Natur sehr, sehr groß. Alles, was sich in der freien Welt bewegt, alles, was unter freiem Sonnenhimmel in der Natur ist, das hat große Attraktivität für uns alle mittlerweile bekommen. Und deswegen werden wir auch jetzt sehen, dass viele Produkte in einem natürlichen Umfeld präsentiert werden. Ob das jetzt ein Auto ist, das an einem Sandstrand oder in einem felsigen Gebirge präsentiert sein wird oder eben andere Produkte, die in floralen Pflanzenumfeld sich zeigen werden. Das sind Trends, die im Prinzip genau diesen Hunger stillen werden nach der Natur. Dann wird es aber auch psychedelisch. Also in diesem Jahr werden wir auch ganz viele bunte, wabernde, musterhafte, psychedelische Trips erleben oder eben auch bewusst einsetzen können, weil das sehr hohe Aufmerksamkeit auf die Kunden lenken wird oder aufs Produkt lenken wird. Das heißt, wir werden viele dieser wabernden Umsetzungen sehen, so unter dem Motto, was hat er denn jetzt eingeschmissen, unser Designer? Und es geht sogar so weit, dass wir im Prinzip in einer Welt leben, die zum Teil auf dem Kopf steht. Und wir wollen aber im Prinzip auch nochmal weitergehen. Wir werden jetzt surrealistisch. Also in diesem Jahr ist ein Trend, auf dem Mond spazieren zu gehen, mit Nashörnern in Cabrios zu sprechen. Also im Prinzip Sachen, die so in der Realität nicht möglich sind oder eben eigentlich nicht erwartet werden und damit möglichst überraschende Ergebnisse oder überraschende Präsentationen bei den Kunden hervorzurufen. Also wir werden auch viel zum Beispiel Schwimmbäder sehen, in denen Pyramiden stehen, Sachen, die eigentlich wirklich ganz strange sind. Surrealismus ist also einer dieser Punkte. Weiter gehen wir zum Thema Symbolik. Symboliken sind schon im letzten Jahr ziemlich oft aufgetreten. Also alles, was jetzt zum Beispiel mit mystischen Darstellungen, Tarotkarten, astrologische Präsentationen, Höhlenmalerei, alles, was aus alter Zeit kommt, aus keltischer Zeit, irgendwelche Tribals, das sind Elemente, die wir auch in diesem Jahr wieder sehr stark oder verstärkt sehen und eben auch verstärkt einsetzen können. Und da ein vektororientiertes Programm wie CorelDRAW prädestiniert ist, solche Darstellungen umzusetzen, haben wir hier ein ganz breites Materialspektrum, in dem wir solche Ideen und solche Kreationen perfekt umsetzen werden. Dann blicken wir eigentlich zurück in die Zukunft. Viele kennen diese Comic-Darstellungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Alles, was die Designer oder Comic-Schaffenden sich damals vorgestellt haben, wie die Zukunft aussehen wird, hat so einen Trend, so einen Retro-Future-Trend, sag ich mal. Also eigentlich eine diametrale Geschichte. Wir sind jetzt sozusagen in der Zukunft und sehnen uns nach der Darstellung alter Zeiten zurück. Das sieht man an der Anwendung verschiedener Schriften, an der Darstellung in einem Comic-Style oder eben im Prinzip diese Back-to-Future-Mentalität. Auch hier wieder ganz viele schöne Ideen, die wir dann eben in Corel umsetzen können. Wir werden
freche Typen erleben. Also Typen, die unsere Produkte oder die Produkte frech und verschmitzt präsentieren werden. Und das eben nicht nur reale Menschen, sondern eben auch autofahrende Oktopusse, die dabei Cola trinken oder wie schon gesagt vorhin, Nilpferde, die mit einem sprechen. Und das ist so ein Trend, wo man einfach verrückt mit den Produkten und Dienstleistungen umgeht, um einfach auch mal auf witzige Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Dann, wie vorhin schon gesagt, der Comic-Trend und in dem Fall auch sogar einen Retro-Trend, also alles, was ich im Prinzip im zeichnerisch-illustrativen umsetzen kann, das im Idealfall auch noch diese Verfärbungen hat, wie wir das eben aus alten Zeiten kennen, hat wirklich so eine Renaissance. Diese Ideen kann man natürlich eben auch dann in sein Design weiter umsetzen. Wir sehen jetzt schon, das ist mir jetzt aufgefallen, viele Sachen und Werbungen, die mit Farbverläufen arbeiten. Also die Farben werden nicht mehr mit ganz harten Kanten abgegrenzt. Es wird alles waberig, es wird leicht, es wird ja fluid, könnte man sagen. Das läuft alles so. Und das ist also einer dieser Trends, die in diesem Jahr mit aufgegriffen sein könnten. Und wir werden mit großartiger Typografie zu tun haben. Also Schrift, die eigentlich den Rahmen sprengt. Schrift, die den kompletten Raum ausfüllt. Schrift, die sich wiederholt. Schrift, die eben Objekte zum einen verdeckt oder eben vom Hauptobjekt verdeckt wird. Wir können es immer noch lesen, aber man weiß, okay, hier kann man sehr viel und sehr verrückt mit Schrift arbeiten. Eine schöne Sache, die ich eben auch mit den Bordmitteln der CorelDRAW Graphics Suite super umsetzen kann. Und der letzte große Trend, viele wissen das ja, es gibt immer die Trendfarben des Jahres und als einer der großen Hersteller für Farben ist Pantone natürlich ja, federführend, eine Farbe oder eine Farbkombination des Jahres vorzustellen. Und in diesem Fall haben wir so ein helles, frisches Gelb, Illuminating heißt es, und dieses Ultimative Gray. Also das heißt, wir haben hier sehr helle, sehr schöne, freundliche Farben, die also sehr positiv in diese Zukunft blicken lässt. Alles, was wir jetzt in Zukunft wirklich brauchen, um einfach ein gutes Bild am Ende eines Tunnels zu haben, das mit Licht überfüllt wird. Thank you.